du eine Brezen schlingst, das ist einfach die pure Energie und Power. Weil du brauchst ja praktisch zuerst das Gefühl, dass der Strang richtig ist mit dem Bauch und dann immer dünner werdend und am Schluss die Bratzel und dann halt die Power zum Schlingen. Also Brezen schlingen und Brezen dran ist, sag ich jetzt mal, so ziemlich die schönste Arbeit, die es überhaupt gibt. Die Liebe zur Bäckerei war mit Sicherheit schon irgendwie in die Wiege gelegt, weil es hat nie irgendwie den Punkt gegeben, wo ich gesagt habe, ich möchte Bäcker werden. Das war einfach so. Es war, als wenn es gar nichts anderes gegeben hätte. Also ich habe die Bäckerei von meinen Eltern und von meinem Vater übernommen, die wo mir alles bedeutet, weil mein ganzes Herzblut da herin steckt. Aber Existenzängste waren immer schon da. Ich habe von den Kindern schon das Bankkonto geplündert, weil es mal so eng war. Also ich habe mir immer Sorgen gemacht, dass das mal nicht so läuft. Also ohne die Unterstützung der Familie war halt die Bäckerei wahrscheinlich heute nicht mehr da. Gemeinsam mit seinen Söhnen leitet Martin den Familienbetrieb in dritter Generation. Bastian arbeitet als Bäckermeister und Quirin ist für alles rund ums Büro zuständig. Die Dekoration und die Personalfragen liegen in den Händen seiner Frau Hermine. Es ist nicht lange her, da hätte Martin das Unternehmen fast aufs Spiel gesetzt. Nach außen ist immer alles heile Welt bei mir. Das ist mein Schutzschirm. Es gibt keine negative Ausstrahlung nach außen, wenn es nur so scheiße läuft. Das habe ich ja auch miterlebt, dass er nicht alles sagt, was so im Betrieb läuft, obwohl dass ich mit ihm gearbeitet habe. Aber es ist immer, er wollte schon immer die heile Welt uns geben. Also, dass wir halt einfach vor allem beschützt sind. Ich glaube, das war bis mit 2, 3 Jahren oder so. War ja eigentlich, da war es ja spitz auf Knopf gestanden und erst dann haben wir eigentlich mal gemerkt, was los ist. Da war er auch aufgelöst und hat da erst einmal gemerkt, dass das überhaupt der falsche Weg war damals. Bei uns ist über Probleme ist ja nie geredet worden. Also das hat ja kein Problem gegeben. Das ist ja das mein Problem, dass ich später einmal alle Probleme von alle fernhalten wollte. Vielleicht kommt das auch daher. Martin wird 1965, 3 Jahre nach seiner Schwester Pia, geboren. Sein Vater Hans Brugger übernimmt die Bäckerei in Dorfen 1957. Seine Mutter Eleonore arbeitet im Verkauf und kümmert sich um das Geschäftliche. Martin ist der ersehnte Sohn. Also erstmal fand ich super, dass ich einen Bruder krieg und hinterher war ich dann schon eifersüchtig, weil er war ja der Stammhalter, das war ja damals noch wichtig. Genau. Und es war klar, dass du die Bäckerei übernimmst. Und sie hat schon Mehlstauballergie gehabt. Ja. Und mit den Bronchien. Wie kann man sowas haben als Bäckerdirndl? Von Anfang an versucht Martins Vater, die heile Welt auf Super 8 Filmen festzuhalten. Der Vater war die starke Persönlichkeit schlechthin. Er war immer da, aber doch nicht da. Meine Mutter war nur im Berufsleben herrisch. Das heißt also, das Herrische oder das Forsche hat sie nur im Laden dargestellt. Sobald sie praktisch ihren Schürzel ausgezogen hat, war sie die liebevolle Mutter. Die ist um 6:30 oder so vom Lohn raufgekommen, dann hat's gegessen und dann die kurze Zeit zwischen, sag jetzt mal, von 6:30 bis um 8, wo wir ins Bett gehen müssen, die hat uns dann praktisch überschüttet mit Liebe. Aber Zeit hat sie halt praktisch nur dann gehabt, wenn der Laden zu war. Und dann war eh schon fast wieder Zeit zum Zähneputzen und Bett gehen. Die Familie wohnt über der Bäckerei, zusammen mit den Großeltern. 3 Generationen unter einem Dach.
erzogen hat uns eigentlich die Oma und der Opa. Was aber nicht schlimm war, weil egal wo ich gespielt habe, ich habe genau gewusst, ich brauche nur heimlaufen und lohnen. Da ist die Mutter. Das war unser Reich. Genau. Bäckergassen. Wir haben gesagt, um die Scheimumme, weil da haben wir nicht dürfen. Also die Bäckergasse runter, links rum, die Brandstadtgasse rüber und da wieder rein. Und dann sind wir einfach mit dem Rad immer um die Scheimumme gefahren. Und mitgezählt. Also 80 Mal, 90 Mal, 100 Mal. In China geht's nicht für ein Kind. Das Ganze in Rufweite von zu Hause. Die ganzen Freunde haben wir da rundherum gewohnt, im fußläufig 30 Meter Umkreis. Also was will man mehr? Wenn ich heimkommen hab müssen, hat der Vater, der ist nur da rausgegangen, hat gepfiffen. Und ich hab den Pfiff gehört und hab gewusst, jetzt ist Zeit zum Heimgehen. Für die Eltern bedeutet die Bäckerei alles. Sie wollen sich etwas Eigenes aufbauen und arbeiten beide hart dafür. Sie machen sich einen Namen und beliefern mit ihren Backwaren auch die Volksfeste. Das ganze Familienleben findet in Dörfern statt. Es gab praktisch bei uns Bayern- und 60er-Fans und normale und Gümmis. Und die Gümmis waren praktisch im Jugendzentrum und im Kernelcafé, haben gekifft und waren links orientiert. Und wir waren normal. Also, und das war halt auch, und jetzt ist natürlich meine Eltern, die wo ja praktisch beide einen Krieg mitgemacht haben, war da natürlich meine Position vielleicht nicht nur, weil ich ein Bub war, sondern weil halt ich auf der in ihre Augen der normalen Seite war. Und Pia war auf der anderen Seite. Ich habe mal zu meiner Mutter mit 16 oder so gesagt, dass sie total spießig ist. Und dann war sie beleidigt. Ja. Also so gesehen war ich ja auch spießig und habe versucht, Erfolg zu haben, um Geld zu verdienen, um mir Sachen zu leisten, die andere nicht haben. Und dann ist man Spießer. Wie man die alten Werte, also ein schönes Auto, gute Kleidung, gut essen gehen, das ist ja die Definition von einem Spießer. Das Althergebrachte so beibehalten. Und Pia hat sich, wie war das, dein Taschengeld gespart und für Brot für die Welt gespendet? Oder was war das möglich, damals? Ja. Also, das war mir nie in den Sinn gekommen. Also, nie. Schon mit 6 Jahren hilft Martin seinem Vater jeden Samstag in der Backstube. Was natürlich schön war dann, wie man merkt mit der Zeit, dass man der Vater braucht. Das gebraucht zu werden, ist ja auch ein schönes Gefühl. Ich habe in der 4. Klasse schon gesagt, ich brauche kein Latein, weil ich Bäcker werden will. Und da braucht man weder Latein noch Physik noch Chemie, sondern da braucht man nur einen Sachverstand. Wie ich zum Beispiel mit der Schule aufgehört habe nach der 9. Klasse, meine Mutter hat gesagt, du bist wahnsinnig, du machst doch die Schule fertig, die mittlere Reife, das eine Jahr schaffst. Also das eine Jahr geht auch noch vorbei. Meine Oma ist vollkommen ausgeflippt. Meine Tanten haben gesagt, bist du wahnsinnig, die Schulbildung, die nimmt ja keiner mehr. Dann habe ich gesagt, Vater, ich möchte Bäcker lernen. Dann hat der Vater gesagt, wenn du Bäcker lernen willst, dann brauchst du mittlere Reife. Okay, da ist auch nicht mehr geredet worden. Nach dem Hauptschulabschluss macht Martin eine Bäckerlehre und beendet 1989 die Meisterschule. Ich kann mir jetzt nicht sagen, dass ich unbedingt so werden wollte wie der Vater, aber das hat halt irgendwo schon geprägt. Also ich finde es schon, ich finde es heute auch noch in Ordnung, wenn es jemanden gibt, der da praktisch die letzte Instanz hat. Im selben Jahr fängt Martin im elterlichen Betrieb an. Seine Arbeit beginnt mitten in der Nacht. Das hält Martin nicht davon ab, mit Freunden zu feiern. Oft steht er direkt nach der Disco in der Backstube. Sein großer Traum? Hinaus in die weite Welt und im Ausland Erfahrungen als Bäcker sammeln. Ich hätte eigentlich ein Angebot gehabt von der Meisterschule, dass wir nach Argentinien gehen für ein Jahr, nach Buenos Aires und da eine Bäckerei aufbauen. Und da hätte man eigentlich zugesagt. Doch es kommt anders. Kurz vor der Abreise bekommt der Vater eine Krebsdiagnose.
Das war dann also schon in zweierlei Hinsicht schlimm. Weil erstens habe ich mitgekriegt, dass er da also wirklich traurig war. Also ganz schlimm. Und dann hat die Mutter Angst gehabt, dass wenn was ist, bin ich da drüben und komme nicht rüber. Und soll doch bitte nicht gehen. Martin verzichtet zugunsten der Familie und bleibt in Dorfen. Nach überstandener Krankheit kann der Vater wieder mitarbeiten. Doch mit 66 zieht er sich langsam aus der Backstube zurück. Mit 24 Jahren übernimmt Martin die Bäckerei und will nun daheim seine Visionen umsetzen. Ihm ist wichtig, die Qualität der Backwaren zu verbessern und den Laden zu modernisieren. Da geht gar nichts. Hast du das Batterie gescheit an? Naja. Ha? Guck mal nochmal. Kann ja auch sein, weil da tut ja gar nichts. Schlussendlich hat es doch etwas Gutes, dass Martin geblieben ist. Er lernt Hermine kennen. Der Musikpalast war das Wohnzimmer unserer Jugend. Und da weiß ich aber noch, du auch, oder? Wirst du gestanden sein? Da sind sie auch gestanden, ja, bis 4. Und Autos haben geparkt bis hinten aus. Musikpalast war halt drüber gestanden. Da haben wir uns kennengelernt. Wenn wir uns kennengelernt gehabt haben, an dem Tag war das Auto da vorne gestanden. Und dann hat er so eine hellbraune Lederjacke angehabt. Und dann denke ich mir schon, aha, dann geht er zu dem Auto hier. Und dann denke ich, oh, sehr schön. Weißt du, so, so ist kleines Heiselmädel. Schnappatmung. Ein Schnittchen. Ja, und jetzt? Ist alles leer. Wahnsinn, da ist ja gar nichts mehr drin. Da gibt es nicht eine Besonderheit an ihr, die ich zu schätzen gelernt habe, sondern mir hat ja jeden Tag, wie wir uns gesehen haben, hat es passt. Immer mehr. Und das ist ja heute noch so. Also, ja, also, wenn man mit dem Mann was gemacht hat, das hat so harmoniert. Also, ich habe über seine Jokes aber wir unwahrscheinlich lachen können oder wir haben oft gelacht, dass uns Tränen gekommen sind. Also zusammen. Das kann man. Das muss einfach so sein. Ja, so war's. Dann war das erste Mal Hermine bei mir zu Hause in dem neu gebauten Laden und hat die Spiegel geputzt. Und da ist meine Mutter reingekommen. Und da habe ich gesagt: Hi Mama, Mama, das ist Hermine. Hermine ist meine Mama und da hinten ist mein Papa. Und dann war okay. Und da hat meine Mutter, der Blick von meiner Mutter, hat mir gesagt, die kann ich heiraten, mit der kann ich tun, was ich will, das ist die richtige, in den Augen von meiner Mutter. 1991 heiraten die beiden. Noch im selben Jahr wird Bastian geboren. 5 Jahre später kommt Quirin zur Welt. Martin und Hermine arbeiten von nun an gemeinsam an der Neugestaltung der Bäckerei. Als Dekorateurin hat Hermine viele eigene Ideen. Die Konflikte zwischen alt und jung sind vorprogrammiert. Dann hat es schon Differenzen gegeben zwischen Hermine und meiner Mutter, weil meine Mutter so eine gestandene Dorfner Geschäftsfrau war, die wo praktisch neben ihr links und rechts niemand duldet. Niemanden. Auch mich nicht. Darum habe ich ja gesagt, ich verkaufe nie ein Semi, weil ich schon gewusst habe, dass Doma relativ sehr herrisch ist. Die hat das halt nicht kennen, dass die sagt, du, darfst du jetzt 10 Knödelbrot machen und 5 Backe Semibrösel zusammenstellt und das dann in die Schachtel und dann bringst du es in die Küche rein. Wo ist ein Knödelbrot? 10 Knödelbrot, 5 Semibrösel, ein in die Schachtel und zack, fertig. Das war halt die Ansage. Die Mutter hat ihre Ansicht, wie der Laden auszusehen hat und ist nicht bereit, die Vorschläge von Martin und Hermine auszuprobieren, die Notwendigkeit von Veränderung erkannt haben. Denn die Konkurrenz schläft nicht. Für die Mutter, die den Krieg erlebt hat, haben Lebensmittel noch einen ganz anderen Wert. Wenn da die Kundschaft gekommen ist und dann waren noch Apfeltaschen da, dann haben unsere Verkäuferinnen damals die Anweisung gehabt, tut uns leid, nein, das ist von gestern. Sie kann es aber gern kaufen, ist ja noch gut. Und meine Mutter, vielleicht ist ganz frisch. Bauernbrot. Wenn das Brot ausgegangen ist und wir haben da Brot vom Tag vorher gehabt,
Meine Mutter, ganz fast noch warm. Und da ist dann dazu gekommen, da ist einmal so weit gekommen, dass ich so einen alten Bauernbrotlaib quer durch den Laden nachgeschmissen habe. Weil das habe ich nicht gekannt, weil das habe ich dann von anderen gehört, dass gehört haben, beim Brucker kriegst du nur alte Sachen. Und das war ja mir da nicht im Auge, da ich es rausgeschmissen habe vom Land. Ich habe gesagt, du brauchst gar nicht meiner gehen, den Scheißdreck, was du dir live erzählst, will ich keiner hören. Und dann kommt mein Vater her und sagt, ein Arm, wenn du mir da abschneidest, das tut mir nie so weh, als wie das, was ich sehe, dass du all Tag Sachen wegschmeißt. Da wirst du zu nichts kommen, hat er gesagt. Ein ehrlicher Umgang mit Lebensmitteln ist für Martin unabdingbar. Um auf die zunehmend anspruchsvollere Kundschaft einzugehen, erweitert er das Sortiment. Dafür arbeitet er fast rund um die Uhr. Da bleibt kaum Zeit für die Familie und noch weniger für sich selbst. Hallo. Hi. Fertig? Ja. Gott sei Dank. Ich hab Hunger. Frühstück. Bis es zu einem Warnsignal kommt, kümmert sich Hermine neben dem Job in der Bäckerei nahezu allein um die Kinder. Dann habe ich immer gehört, damals in der Zeit, bei dir kommt immer zuerst Bäckerei, dann kommt ganz lang nichts und dann komm ich. Und so war es auch. Also, es war, wenn ich den Tag einteile, 24 Stunden, ich sage jetzt mal 14 Stunden Abend, 3 Stunden Bastian, 2 Stunden Hermine, der Rest schlafen. Also ist natürlich sie vernachlässigt worden. Dann irgendwann, das habe ich natürlich schon, weil sie habe ja nicht anschreien können. Also habe ich das in mich reingefressen und dann habe ich irgendwann einmal ein Mondgeschwür gehabt. Also ich habe da eigentlich ganz wenig. Ich glaube, du hast das nicht einmal gesagt daheim. Warum jammern dort nicht? Also jetzt eher als wir früher. Aber früher ist das alles überspült worden. Jammert wird nicht. Wenn es mir schlecht geht, geht es mir schlecht. Das hat ja sonst keinen zu interessieren. Brauche ich ja keinen. Bin ja ein starker Mann. Schaffe ich ja nur. Ja, und dann hat eben der Arzt zu mir gesagt, es wäre besser, wenn du einfach weniger arbeiten, mehr entspannen. Hier sitzen, Füße hoch tun. Ja, und dann bin ich halt heimgefahren, hab die Füße hoch da und das Mankel war auch immer noch da. Also ich sag genauso wie da wie vorher. Und das hat also gar nichts gebracht. Ich hab halt einfach, auch wenn ich die Füße auf den Tisch gelegt hab, nicht abschalten können. Martin stellt zusätzliches Personal ein und schafft es so, seine Arbeitsstunden zu reduzieren. Die gewonnene Zeit kommt vor allem der Familie zugute. Die Beziehung zu Hermine entspannt sich. Martin versucht, den hart erarbeiteten Wohlstand etwas öfter zu genießen. Ich habe ein bisschen nachgegeben, also ich bin ein bisschen abgebogen. Und dann sind wir miteinander geradeaus gegangen und dann hat das Magenschwer einfach keine Daseinsberechtigung mehr gehabt. Dann, wenn mit der Hermine alles läuft, dann läuft es bei mir auch. Martins Sohn Bastian wohnt mit seiner Frau Regina im Anbau des Elternhauses. Als Kinder profitieren er und sein Bruder davon, dass der Vater nun mehr Zeit hat. Der Vater war immer für uns da und ist einer, der wo es, also ein Herzmensch, der wo einfach das jedem gut geht um sich herum. Wir waren halt viel draußen. Wenn wir größer waren, sind wir viel Radl gefahren. Wir haben selber viel gespielt und er war halt dabei. Obwohl sich die Familiensituation entspannt hat, kommen sie nicht zur Ruhe. Martin und Hermine sind beide zu Hause, als ihr Sohn Bastian plötzlich die ganze Aufmerksamkeit fordert. Wir waren beim Mittagessen gesetzt. Und auf mir ist er aufgestanden und dann war aber vor der Terrassentür ist er praktisch zusammengesackt und hat den Krampfanfall gehabt, also hat sich den ganzen Körper nur geschüttelt. Und da ist dann natürlich momentan alles, also Chaos. Also das ist. Das sind so Zuckungen, der hat so die Hände wieder, so richtig, also Pirsen. Ja, so einen Kopf, habe ich am Tent weggehalten und die habe ich fast nicht halten können. Und dann haben wir gleich einen Sanker gerufen.
Ich habe ja nicht gewusst, was ein Krampfanfall ist oder was. Ich habe ja nicht gewusst, was ist mit meinem Buben oder mit unserem Sohn. Stirbt der jetzt? Oder? Du hast ja keinen Atem mehr gemacht. Also, ja, da waren die Augen weg. Also es war Ohnmacht. Ohnmächtig und der ohne Atem. Genau, also. Nur das Schütteln. Und der schaut ihn immer an, keine Reaktion. Das kann man nicht beschreiben, wenn du nicht selber mal ein Kind leblos vor dir liegen hast. Also das ist das Schlimmste, was es gibt. Das ist grausam. Ich sag, das war rein psychisch, weil ich kann mir sonst nichts anderes vorstellen. Ich wollte einfach nicht in die Schule, weil ich mich nicht wohlgefühlt habe. Ich weiß nicht, ob es Mappen war oder ob sie mich halt einfach nur gecancelt haben. Aber ich habe dann die 8. Klasse wiederholt. Ja. Und dann eine andere Klasse gekommen und dann war es vorbei. Ja, er hat dann schon aber auch drüber geredet. Und das war eigentlich die einzige Möglichkeit. Und sonst war, bist du als Held dann ziemlich hilflos. Bastian bekommt medizinische und psychotherapeutische Unterstützung. Je älter er wird, desto weniger Krampfanfälle erleidet er. Die Anfälle hindern ihn nicht daran, seinen Kindheitswunsch, Bäcker zu werden, in die Tat umzusetzen. Seit 2017 ist er Bäckermeister im Betrieb. Sein Bruder Quirin ist verantwortlich für Vertrieb, Marketing und Controlling. Wie auch bei Martin war ihr Einstieg in das Familienunternehmen nicht einfach. Ich habe mein Paar 25 Jahre lang nur nett gesehen, nur lächelnd, nie so richtig schreien. Und dann kommen wir da den ersten Tag in die Bäckerei daheim rein und habe den ersten Tag mitgearbeitet und bin rausgegangen und denkt, das ist ein anderer Mensch. Der hat rumgeschrien, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Der war stinksauer da drin, wenn irgendjemand einen Fehler gemacht hat. Und so. Und das habe ich einfach nicht gekannt. Ich habe ein zweites Bild von meinem Vater gehabt. Wo ich angefangen habe daheim, 2016, habe ich nach 3 Wochen gesagt, wenn das nicht mein Lohn war, ich würde nie da arbeiten. Ich würde keine Minute da nie vom Papa aufstehen. Manchmal. Also nicht immer, aber waren schon Tage dabei, wo ich gesagt habe, also ich kann verstehen, wenn da hinten jetzt 10 Leute sagen, sie hören sofort auf. Das war immer nur da hinten ein normaler Handwerksbetrieb. Und da passiert halt einmal was und da geht einmal was schief. Und wenn was schief geht, dann sagt der Chef das. Also es war dann schon eher laut. Wie ich da als erstes erinnert war und wie ich dann mal mitgekriegt habe, wie wirklich der Vater da mit den Mitarbeitern umgegangen ist, wenn einmal was passiert ist, da habe ich mich im Grund und Boden. Da bin ich ins letzte Eck hintergelaufen und habe versucht, dass mich keiner sieht, weil ich gemeint habe, die sind dann alle sauer auf mich. Und da haben wir und der Quirin auch gesagt, so, nein, das müssen wir ändern. Für die neue Generation geht es nicht nur um Leistung, sondern auch um das Miteinander. Martin merkt, dass er sich in der Backstube wie seine Mutter verhält. Also ich habe mich ändern müssen vom Umgang her mit den Angestellten, weil sonst meine beiden Söhne gesagt haben, wenn du dich nicht änderst, sind wir weg. Die Herzen darf es dann machen. Die Wupp stellt an die 2 Kilo. Was? 12 Kilo? Zwei. Damals bin ich halt dann hingegangen. Sag mal, bist du so blöd oder schaust du gerade so dumm aus? Wir kommen nur so blöd sein. Jetzt bist du seit 3 Jahren da. So, also richtig. Und also einfach derb, sag ich jetzt mal. So die diverse Seminare, die ich dann auch besuchen durfte, den Mitarbeiter auf Augenhöhe zu begegnen, freundlich zu bleiben, auch bei Kritik freundlich und sachlich zu bleiben, das ist schon schwer. Also, ich habe öfter schon gesagt, du bist ab und zu wie deine Mama, wenn er so das ablässt oder die Stimme erhebt oder der Ton manchmal. Das hat er schon von seiner Mama. Die Mutter kann bis ins hohe Alter die Bäckerei nicht loslassen. Sie erledigt immer noch die gesamte Buchhaltung und nimmt Martin dadurch viel Arbeit ab. Die Mutter ist ja dann mit der Krücke im Lohn gestanden. Dann haben sie mir gleich gesagt, ja, muss deine Mutter wirklich nur so schwer krank im Lohn stehen? Dann sage ich, ja, wenn ich es ausgetrage, greife ich es wieder rein. Und hat ein bisschen Semikerbe mit der einen Krücke hat sie sich festgehalten, mit der anderen Krücke hat sie Semikerbe hintergeschoben, weil es nicht aufgeräumt war. Seit Jahren leidet sie schon an Hüftproblemen, lässt sich aber nicht ausreichend behandeln.
Außerdem kümmert sie sich um ihren an Alzheimer erkrankten Ehemann. Plötzlich verschlechtert sich ihr Zustand derart, dass sie in die Klinik muss. Ihre Hüfte hat sich so stark entzündet, dass sie jetzt nicht mehr operiert werden kann. Die Ärzte sehen keinen anderen Ausweg, als sie ins künstliche Koma zu versetzen. Die Mutter lag ja auf der Intensivstation. Ja, und dann liegt sie halt immer gleich da. Das ist halt grausam, weil wenn du neigest, ich hab die Mutter wieder da liegen sehen, ohne Regung, da ist halt dann vorbei. Mit der Hoffnung. Und dann sagt die Schwester nur, bleib's drin, reden's mit ihr, streicheln sie's. Manchmal war ich auch gerade 5 Minuten drin, fürs eigene Gewissen, dass ich auch meine Mutter besucht habe, aber sie redet ja nicht mit mir. Also da war ich, kann ich wieder fahren. Also, das macht die ja fertig. Das ist also. Wie ich dabei war, habe ich das gemacht. Und wie du alleine warst, weiß ich jetzt nicht, ob sie du. Hast du dich zu ihr hingesetzt, oder? Ja, aber halt nur. Nicht lang. Wie er sagt. Weil es ja nicht gewohnt war, dass ich hilflos bin. Ja. Weißt du, es war in der Bäckerei, wenn daheim irgendwas nicht funktioniert hat, dann haben wir was gemacht. Wenn es ein Problem gehabt hat, in kürzester Zeit Problemlösung. Und da stehst du und kannst gar nichts machen. Also gar nichts. Die Mutter erwacht nicht mehr aus dem Koma. Sie stirbt, nach wenigen Wochen auf der Intensivstation, in einem Pflegeheim. Mutter gerade gestorben. Du hast keinen Peil von der Geschäftsführung, also vom Büro. Der ist kurz vor dem Spatenstich, vor dem Neubauprojekt, dass du irgendwo 4 Millionen investierst. Und dann hast du nicht mehr viel Zeit zum traurig sein oder zum Nachdenken. Außerdem muss Martin sich jetzt um seinen an Alzheimer erkrankten Vater kümmern. Der Vater hat daheim ja nichts mitgekriegt von dem Ganzen. Und dann habe ich gedacht, wenn ich ihm das jetzt sage, das kann ich nicht, das geht nicht. Dann habe ich es also, bin dann zu meinem Vater gefahren. Der tägliche, das war dann schon Routine nach 6 Wochen. Also das ist alles Routine. Hingefahren mit ihrem Gerät. Die abendlichen Rituale halt. Wo ist Mama? Krankenhaus? Hüften? Ja. Und das habe ich dann, glaube ich, 2, 3 Tage gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, das macht dich fertig. Du belügst praktisch deinen Vater jedes Mal, wenn du ihn siehst. Das hat nicht funktioniert. Dann habe ich halt irgendwann den Mut gefasst und wie er wieder gefragt hat, wo ist denn Mama, habe ich gesagt, die ist gestorben. Dann war Minuten Totenstille. Dann hat er so einen angefangen. War ich nicht wie lang. Auf alle Fälle hat er sich dann wieder hingelegt und hat geschlafen. Ist er wieder aufgewacht. Wo ist denn Lolo? Und dann ist das Schlimme losgegangen. In der Zeit dann ist praktisch täglich für meinen Vater, seine Frau, 5, 6 Mal, je nachdem, wie oft gefragt hat, jetzt mal gestorben und jetzt mal nein. Das hat's reißt. Ich habe dann mit ihr mitgewohnt und alles Mögliche. Und schlaft er wieder ein, wacht auf, sagt er, hast du gewohnt? Warum hast du so rote Augen? Dann sage ich, ja, passt schon, Papa. Es war die Zeit, ist man nicht mehr vorgegangen oder sowas. Wir waren viel daheim und ja, wenn sich ein Mensch auf Couch liegt und dann schaut er irgendwo hin und schaut irgendwo durch. Drei Monate nach dem Tod der Mutter stirbt auch der Vater. Der Hund hat uns damals schon viel geholfen, weil du musst raus, du musst also weg und dann bist du von Haus aus schon mal, dann kannst du deine Gedanken viel besser sortieren. Das war schon viel wert und wir sind dann auch ganz viel gegangen, also da hat Termine schon viel Beitrag dazu geleistet, dass das gegangen ist. In der Bäckerei läuft es unterdessen großartig. Martin ahnt nicht, dass ihm eine riesige Herausforderung noch bevorsteht. Das Neubauprojekt.
Das lohnt sich jetzt in seinen Augen, da die Söhne den Betrieb weiterführen wollen. In den Nachbarorten kommen weitere Filialen hinzu. Hermine und Martin ziehen an einem Strang und setzen alles auf eine Karte. Also wir haben ja praktisch mit allem, was wir irgendwo haben, uns verschuldet. Also ja, wirklich? Also. Komplett, also total. Also es war nichts mehr da, was sogar der Herminia Schmuck war praktisch mit beliehen. Nicht beliehen, sondern halt als Sicherheit. Alles. Das Schönste war dann, sag ich jetzt mal, so 4 Wochen später, nachdem wir in der neuen Bäckerei gearbeitet haben, dass ich gesehen habe, dass wir alles richtig gemacht haben. Dass die Produktionsabläufe passen, dass die Qualität genauso gut ist wie vorher, wenn nicht besser. Das war eigentlich das allerschönste Gefühl. Martin fühlt sich bestätigt, dass alles, was er beginnt, zum Erfolg führt. So könnte es für ihn immer weitergehen. Doch dann trifft er eine wesentliche Entscheidung alleine. Ein folgenreicher Fehler, wie er heute eingestehen kann. Und dann ist mir das glorreiche Angebot gemacht worden, 2 Filialen von einem sehr guten Bäcker, der aufgehört hat, zu übernehmen. Und Hermine hat kurz vorher zu mir gesagt, du, jetzt reicht's für eine Zeit. Gell? Jetzt braucht man das war so. Mal beim Spazierengehen mit dem Hund, habe ich gesagt, Martin, ich kann nicht mehr. Bitte mach jetzt nichts mehr, weil ich schaff's nicht mehr. Also geht nicht. Und am Karfreitag waren wir beim Eierfärben bei einer Freundin. Am Samstag, ich war beim Eierfärben. Dann erzählst du. Am Samstag, ich war beim Eierfärben. Sagt mein Bekannte, du, das ist jetzt aber schön, dass ihr eine neue Filiale aufmacht, weil der bedankt sich bei euch, dass per Facebook. Ich sag, wie bitte? Was machen wir? Und dann, ich weiß nicht, ob man die Eier, ob ich da noch dann aufpasst hat, ob die fertig waren sind oder nicht. Also, dann bin ich heimgefahren, ich hab's ja schon gleich gesagt und war nicht schön. Ich hab gesagt, das kannst du nicht machen, warum fragst du mich nicht da? Also, ich hab geschrien und tobt. Und dann habe ich gefragt, warum? Warum hast du das gemacht? Warum hast du mir nichts gesagt? Warum haben wir das nicht selber entschieden? Und dann irgendwann hat er hat sich nur damit gerechtfertigt, er wollte mir das irgendwann mal auf dem Silbertablett präsentieren. Da habe ich gesagt, scheiß auf das Silbertablett. Ich habe da nur Arbeit. Ich habe schon so viel Arbeit. Jetzt haben wir noch mal mehr Arbeit. Und die ganzen Leute und sowas. Ja, die Leute, die sind alle da, das Personal tut sich. Er wollte schönreden. Nein, ich war der Meinung, ich war fest der Meinung, ich wollte da nicht schönreden. Ich war der Meinung, es ist so schön. Ich war stocksauer. Also das hat sich so in mir verfangen, dass unsere Beziehung einfach gelitten hat. Also ich habe nur noch gemauert daheim. Also ich habe mir nicht mehr zulassen. In der Zeit hat es ganz wenig Privates gegeben. Martin setzt alles daran, diese Filiale zum Laufen zu bringen. Doch es gibt ernste weitere Schwierigkeiten, die Martin wieder verschweigt. Und dann kam halt die nächste Hiobsbotschaft der Hermine gegenüber. Und zwar hat es Läden gegeben, wo ein anderer Bäcker neu aufgemacht hat. Und dann gingen da in dem einen Laden 30% Umsatz ab, in dem anderen 35%. Und wenn es ganz, ganz, ganz scharf kalkuliert ist, dann geht da das Geld ja ab. Und dann ist es also so weit gekommen, dass ich ein Bankgespräch gebraucht habe und zum Sanierungsfall geworden bin. Das heißt, ich hätte am 1. meine Löhne nicht mehr bezahlen können. Das war 2017. Er hat mir nie was gesagt, dass die Finanzdecke dünn ist. Das habe ich auch gar nicht erfahren. Bei uns war es immer, wir haben genügend Geld. Das habe ich auch gar nicht mitgekriegt. Wenn es nicht ab und zu dann bei den Bankgesprächen, da ist das dann eskaliert. Da ist ja immer wieder was gekommen. Erst die Filialen, dann die Bankgespräche, dann mit dem Rücken zur Wand stehen. Und damals habe ich dann gesagt, das mag ich nicht. Und bis meine Freundin dann gesagt hat, jetzt bringe ich den Koffer und dann gehst du. Nicht nur die Beziehung, die ganze Familie droht an der finanziellen Krise zu zerbrechen.
Ehepaar wollte nie Probleme teilen. Und das uns verschweigen, das war natürlich der größte Fehler vom Vater. Aber halt in seinen Augen das Richtige, weil er wollte uns nicht damit belasten. Ich weiß nicht, wie es der Kühlen aufgenommen hat, aber ich habe nicht mehr schlafen können. Ich bin ab dem Zeitpunkt habe ich in der Nacht keine 2 Stunden mehr geschlafen. Weil ich habe uns schon gesehen auf der Straße. Ich war fast nicht mehr da. Habe ich mir dann schon zurechtgelegt, geh oder bleibe. Und dann überlegt man halt, was hängt alles dran, was hast du da alles aufgebaut. Das Herzblut, was in die anderen Läden drin steckt, Herzblut. Das hat dann auch das Video angefangen. Du hast auch gesagt, du kannst mir den Arm abpacken. Es tut mir so leid, dass ich das gemacht habe. Oder weißt du das noch? Mhm. Da, wo du gewarnt hast, da, wo du gesagt hast, mir tut das wirklich jetzt so leid, ich wollte das eigentlich gar nicht, ich wollte das ganz anders haben. Ich habe da nicht drüber nachgedacht. Mir war das nicht bewusst, dass du so. Ich habe immer gemeint, du zeigst da mit und du machst das mit. Und aber das Ganze hat nur deswegen funktioniert, weil wir uns praktisch seit 30 Jahren. Mhm. Das geht nur mit Liebe. Anders? Nee. Und zwar, du musst das, geh mal her, das tust du jetzt raus da. Dekorateur wärst du keiner geworden. Nein, jetzt zieh du mal hoch, das ist ja grausam. Jetzt? Ja, und jetzt musst du das da unten rein. Das ist schief. Alles gut. Okay. Passt. Gemeinsam als Paar versuchen sie, den Betrieb zu retten. Das erschütterte Vertrauen der Söhne wiederherzustellen, schaffen sie aber nicht alleine. Die Existenzängste der beiden sitzen noch tief. Hermine überzeugt die Familie von einem Mediator. Dieser begleitet sie bis heute. Hallo, servus. Servus. Was war dein Glas? Servus. Hallo. Hallo, Herr Stock. Hallo. Super. Hallo. Es ist ja doch schon wieder ein bisschen Zeit vergangen, gell? Dass wir das letzte Mal gesehen haben. Es ging damals echt um viel. Es ging um die Existenz des Betriebes. Es gibt immer noch Höhen und Tiefen. Es gibt es nicht, dass ganz positiv läuft. Das wird wahrscheinlich auch einfach so bleiben. Und es ist auch ganz normal und gut. Ja, also kommt ja in jeder Familie vor, in jedem Familienbetrieb. Aber das, ihr habt da, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden, drüber zu sprechen. Ja. Früher hat man halt einfach eine Woche lang nebeneinander geredet oder so. Oder irgendwann halt dann gesagt, leg mir Marsch. Aber jetzt kommt es gar nicht so weit eigentlich. Es wird einfach gleich von vornherein an der Wurzel gepackt und es kommt alles raus. Und habt ihr alles überwunden? Diese steile Klippe sozusagen. Ja, also ich glaube, dass so weit also nicht mehr kommt. Es kann kein von mir verschuldetes Problem. Und wie gesagt, das habe ich dabei. Wo du die Angst wohl bei dir war, da habe ich gesagt, es gibt nichts, was wir nicht zu viert lösen können. Es kann nichts mehr passieren, was uns zu dem Punkt bringt, wo wir waren. Aber die Angst wird immer ein bisschen bleiben. Nein. Die Erinnerung daran, nein? Nein. Weil das ja praktisch, das hat funktioniert. Gut, okay. Und wie es mit Quirin das Problem war, wo ich mit Quirin das Problem gehabt habe, bin ich auch zu ihm gefahren, habe mit ihm. Gesprochen. Ja. Ihm die Angst genommen, oder? Nein, die Angst habe ich ihm nicht nehmen können, aber ich habe ihm gesagt, dass wir das zusammen, egal was passiert, schaffen. Und das war. Ich bin da. Ja. Toll, so einen Papa hinter sich zu haben. Ja, eigentlich. Das Vertrauen kommt langsam wieder zurück. Um die finanzielle Situation zu bewältigen, arbeiten sie mit einem Betriebsberater. Unser Sanierungsplan oder Sanierungskonzept dauert immer 3 Jahre. Banken haben das genehmigt und haben gesagt, gut, das begleiten wir. Die ganzen Filialen, die so eingebrochen sind, haben sie nach einem
halben, dreiviertel Jahr wieder erholt. Wir haben die gleichen Umsätze, die wir früher gehabt haben. Andere Filialen, die immer so im leichten Flow waren, haben stärker geworden. Wir haben also alle Bemühungen, die wir gemacht haben, haben sie rentiert. Und wir haben also praktisch 2019 und auch 2020 wieder den Gewinn gemacht, den man in der Bäckerei in dieser Größe machen soll. Heute haben Martin, Bastian und Quirin einen wichtigen Termin. Nach und nach soll der Betrieb an die Söhne überschrieben werden. Morgen. Morgen. Warten auf den Quirin. Okay. Schwierig reizen schon ein paar. Ich glaube, einerseits ein bisschen ein mulmiges Gefühl und andererseits ist er wahrscheinlich trotzdem aber froh oder erleichtert, dass wir ich und der Quirin jetzt wirklich weitermachen. Weil es ja doch dann weitergeht für sein Lebenswerk, so ungefähr. Also, das überwiegt aber, glaube ich. Also das andere ist vielleicht noch ein bisschen so, dass er noch nicht aufhören will, aber das darf er ja innen. Ansonsten schwierig reizen schon. Morgen. Morgen. Grüß dich. Morgen. Servus. Morgen. Grüß dich. Kommt rein, bitte. Auf der letzten Seite darf jeder unterschreiben und dann tauscht es einfach rum. Der erste Schritt ist getan. Das Familienunternehmen wird mit der nächsten Generation weitergehen. Der Pa wird immer Chef bleiben. Und dass er in Rente gar nicht mehr da drüben steht, das glaube ich, wird nie passieren. Den werden wir wahrscheinlich mit dem Rollator sogar noch aus der Bäckerei rausfahren, wenn er uns auf den Keks geht. Wir haben jetzt 20% Geschäftsanteil, oder? Ja. Martin ist stolz auf seine Söhne und er vertraut ihnen. Mit diesem guten Gefühl kann er leichter loslassen. Lockerer ist er geworden. Nicht mehr so, nicht mehr so eigensinnig, so verfahren manchmal in Dingen. Ich bin mit Sicherheit immer nur der Böse und werde auch wahrscheinlich 2021 nicht Chef des Jahres. Vielleicht 2022 dann. Aber das hat sich auch schon geändert. Ich werde mit Sicherheit, bis ich alt bin, wäre ich nur sentimental. Glaub ich nicht. gut, dass es nicht live ist. Gell? Irgendwann werde ich dann mit der Hermine schon noch picknicken, weil auf das war es seit 30 Jahren. Mir reicht es, mit der Hermine auf einer Bank zu sitzen, die Aussicht zu genießen und einfach das Wissen zu haben, dass alles gut ist. Und so wie es mittlerweile ausschaut, wird alles gut.